Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Podium vom Kongress Zukunft für alle. Welcome to the third panel of the Congress Future for All. Bevor wir anfangen, ein paar Sätze zum Dolmetschen. Wenn Sie und ihr das Podium auf Deutsch hören wollen, dann bleiben Sie bitte auf diesem Kanal. Before we get started, some information on the interpretation. The panel will be in German only. So if you need interpretation, please choose the according channel in the button below the video. Okay, vielen Dank. Der Titel des heutigen Abendpodiums ist folgender: How to, Gesellschaft der Vielen, demokratisch-dialogische Denkarbeit und neue Formen der Interaktion und Kommunikation. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Podium hier in Leipzig in der Zukunftszentrale, im Kanal online Futur 1 und an einem der dezentralen Streaming-Events in einer anderen Stadt. Hallo an alle und schön, dass ihr da seid. Ich bin Charlotte Knorr, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und ausgebildete Mediatorin. Ich beschäftige mich seit etwa 10 Jahren mit den Strukturen, Bedingungen und Formen von gesellschaftlicher Kommunikation und der Schwerpunkt liegt auf politischer Kommunikation. Aktuell baue ich mit meinem Kollegen Käfer Hamidi das Zentrum für Entwicklungskommunikation auf. Hier liegt mein Bereich im Aufbau vom Schwerpunkt Mediation, transformative Mediation. Ich koordiniere zwischen Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen, ich gebe Workshops, ich gebe Lehre und ich biete Unterstützung im Praktischen an. Der Kongress Zukunft für alle findet seit 2 Tagen in Leipzig statt und wird uns noch bis Sonntag begleiten. Wir haben etwa 200 Veranstaltungen, indem wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen, nämlich wie wollen wir 2048 leben und wie kommen wir dahin? Große Fragen also. Organisiert wurde der Kongress von einem breiten Organisationskreis von Haupt- und Ehrenamtlichen und getragen von über 60 Partnerorganisationen. Der Ablauf des heutigen Podiums ist wie die letzten 2 Tage auch sehr ähnlich. Ihr seht hier auf dem Podium 3 Sprecherinnen. Ich werde gemeinsam mit diesen 3 Sprecherinnen auf dem Podium einerseits die große Utopiefrage stellen auch, dazu komme ich gleich noch, und ich werde die Fragen aus dem Chat moderieren. Zu den Fragen aus dem Chat, die könnt ihr gerne schon während des Podiums stellen. Gerne auch früher als gedacht. Also wenn ihr schon das Gefühl habt, eine Frage brennt euch auf der Zunge, stellt die einfach, denkt nicht großartig drüber nach. Diejenigen, die gestern schon das Podium gesehen haben, wissen ungefähr den Ablauf. Also dass ich zwischendurch nach einigen Fragen aus dem Cluster-Teams auch, dass ich um welche bitte. Und das wird heute nicht einmal passieren, sondern mehrmals. Das heißt, je früher ihr eine Frage habt, umso eher könnt ihr sie auch gerne schon stellen. Wir werden erst von den 3 Sprecherinnen ihre Utopien hören und dann werden wir gemeinsam in die Diskussion gehen, gemeinsam mit euren Fragen. Ein kurzer letzter technischer Hinweis noch. Wenn ihr noch nicht für die Konferenz angemeldet seid, könnt ihr nicht an dem Chat teilnehmen. Das heißt, wenn ihr an dem Chat teilnehmen wollt, müsst ihr euch, und das könnt ihr auch weiterhin noch, euch für die Konferenz anmelden und dort dann im Chat mitdiskutieren. Den Link findet ihr dazu auf der Kongressseite. So, das war das Organisatorische. Jetzt zu unserem Thema des Abends. Es geht um eine Utopie für die Gesellschaft der Vielen. Wir kommen hier in diesem Raum, in der Zukunftshalle, mit unterschiedlichen individuellen Perspektiven auf dieses Thema zusammen. Und was uns aber vor allem eint, ist ein Wunsch nach mehr Diversität und gesellschaftlicher Teilhabe. Gemeinsam wollen wir heute Visionen und Veränderungen für eine Gesellschaft der Vielen diskutieren. Wir wollen sie laut denken, wir wollen sie ergründen, wir wollen sie zusammenführen. Und ich möchte einmal kurz die Fragen umreißen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Das ist einmal die Frage, wie sieht eine Utopie für eine Gesellschaft der Vielen aus?
Und das ist zum Zweiten die Frage, was sind Strukturen und Praktiken einer Gesellschaft, in der sich das demokratische Versprechen, einander als Gleiche und Freie zu behandeln, für alle einlösen würde. Wir werden versuchen, hier in den anderthalb Stunden diese Fragen zu diskutieren, aber in anderthalb Stunden kommt es wahrscheinlich erstmal nur zu einer Annäherung, die ja auch schon inspiriert. So, damit komme ich zu den anwesenden drei Sprecherinnen hier. Ich freue mich, dass ich euch vorstellen kann. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich beginne mit der Frau neben mir, das ist Britta Borrego vom LAQ-Queer-Netzwerk Sachsen-Anhalt. Britta ist seit 2016 geschäftsleitende Bildungsreferentin der Fachstelle der LAQ-Queeres Netzwerk Sachsen in Dresden und zuvor arbeitete sie als Geschäftsführerin des Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Leipzig. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Intergeschlechtlichkeit, Gender und Queer Studies, feministische und genderorientierte Literaturwissenschaft, Kultur, Theorie und Praxistransfer. Liebe Britta, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Dann zu meiner Linken, das ist Antje Barton, hallo. Antje Barton setzt sich und andere mit Behinderungen, Ableismen und der Frage nach dem schönen behinderten Leben auseinander. Und das macht sie in Workshops und Seminaren, in Texten oder in der Beratung des Antidiskriminierungsbüros Sachsen. Und 2013 hat sie die Utopie schon einmal getestet, gemeinsam mit anderen hat sie die Behindert und verrückt frei Verrückt feiern, Pride Parrot initiiert. Liebe Antje, willkommen, schön, dass du da bist. Dann zu meiner dritten Sprecherin, das ist Rudaba Badakhshi. Rudaba Badakhshi ist Gründerin vom CEOC-Verein und seit langem ehrenamtlich tätig für den CEOC-Verein. Sie ist interkulturelle Trainerin, Referentin, Regionalkoordinatorin für Mitteldeutschland und sie arbeitet seit kurzem bei DAMIGRA, dem Dachverband für Migration. Migrantinnen. Herzlich willkommen, liebe Rudaba, schön, dass du da bist. Danke. So, bevor wir dann in den zweiten Teil gehen, in die Diskussion, möchte ich euch bitten, eure Utopie für eine Gesellschaft der Vielen vorzustellen. Wir beginnen bei dir, Britta. Dann kommt Rudaba und dann kommt Antje zuletzt. Okay, dann beginne ich mal. Wenn ich an Diversität denke, denke ich an ein gleichbedeutendes Wort, an Vielfalt. Weil Vielfalt das Wort ist, was wir in unserem beruflichen Kontext verwenden. Und Vielfalt bedeutet für mich ganz basal das Spektrum, Mensch zu sein. Breche ich das jetzt runter auf die Zielgruppe, die wir in unserer LAG vertreten, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Intergeschlechtliche und queere Menschen, fallen mir drei Dinge ein, die ich sofort ändern würde, um mehr Sichtbarkeit und Teilhabe für diese Personengruppen zu erreichen. Zum einen würde ich wahrscheinlich, und das ist sehr utopistisch, die Fähigkeit, die menschliche Fähigkeit zur Empathie in Pillenform pressen und sie jeder Person früh oder wann die Person denn vielleicht Medikamente nehmen muss, vielleicht auch eine Kopfschmerztablette. Auf jeden Fall würde ich diese Pille halb verpflichtend der Bevölkerung zur Einnahme geben, dann würde ich das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf jeden Fall verpflichtend in jedem Ausbildungs- und in jedem Fortbildungsplan von Berufen und Tätigkeitsfeldern implementieren, wo Menschen Kontakt zu Menschen haben, also fast überall. Und zum Dritten würde ich wahrscheinlich einige vakante Rechtsmängel den Lebenslagen
dieser Personengruppen, ich verwende jetzt das Kürzel LSB-TTIQ, anpassen. Also zum Beispiel Abstammungsrecht, Transsexuellengesetz. Wenn wir derzeit auf die gesellschaftliche Teilhabe von LSB-TTIQ blicken, muss man sagen, das ist sehr unabhängig, oder dass man schauen muss, in welchem gesellschaftlichen Bereich bewegen wir uns. Generell kann man aber sagen, dass in den letzten Jahren, insbesondere für Sachsen, eine konstante Ablehnung in Höhe von ungefähr ein Drittel innerhalb der Bevölkerung vorherrscht, was sexuelle und geschlechtliche Vielfalt betrifft. Und ich habe noch drei weitere Beispiele mitgebracht. Besonders schwierig ist der Bereich der Gesundheitsversorgung. Also es gibt viele LSB-TTIQ, die gesundheitlich unterversorgt sind, weil es weder im medizinischen noch im Präventionsbereich adäquate Angebote gibt. Es gibt sehr viel Unsicherheit und es gibt sehr viel Respektloses gegenüber seitens von Fachpersonal, sodass sich viele LSB-TTIQ mitunter entscheiden, Ärzte oder Vorsorgeinstitutionen nicht aufzusuchen. Der zweite Bereich ist der Arbeitsmarkt. Auch hier kann man sagen, dass ein Großteil der Beschäftigten der LSB-TTIQ nicht offen am Arbeitsplatz sind, also nicht über ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität sprechen und auch viele Unternehmen oder ArbeitgeberInnen Vielfalt als Diversitätsmerkmal, als Merkmal eines Diversity Management noch nicht erkannt haben. Und im dritten Bereich der Bildung kann man sagen, dass die Akzeptanz gegenüber jungen LSB-TTIQ, also junge Gruppe 0 bis 27, sozusagen schon steigt, aber dass es auch nicht in die Institutionen eingegangen ist, sondern dass es oftmals noch von PädagogInnen abhängt, die dem Thema offen gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz gibt es positive Entwicklungen in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Es ist ein bisschen schlimm, so weit zurückzugehen, aber ein wesentlicher Faktor ist die Entpathologisierung von Homosexualität im Jahre 1990. Ein Meilenstein in der Emanzipationsgeschichte im Bereich der geschlechtlichen Vielfalt, also trans, inter, nicht-binäre Menschen, hat sich in den letzten Jahren insbesondere was getan, weil dort Interessenvertretungen immer mehr in den Fokus gerückt sind und die Bedarfe öffentlich angemerkt haben und die Solidaritätswelle mit von anderen sozialen Initiativen oder politischen Initiativen hat immer mehr zugenommen. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ein weiterer positiver Aspekt wird im Jahre 2022 kommen, also nächstes Jahr? Ja, wir sind schon, nee, übernächstes Jahr. nämlich wird aus dem Krankheitskatalog der WHO endgültig Transgeschlechtlichkeit oder Transsexualität als psychische Verhaltensstörung gestrichen werden. Genau, kommen wir zu meiner Utopie. Die ist eigentlich recht, recht basal. Meine Utopie ist sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Normalität. Und Normalität ist so ein ausgelatschter Begriff. Ich würde ihn aber wirklich als echte Normalität ansehen. Was heißt das? Es existieren keine Vorbehalte gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen, nicht-binären, queeren Menschen. Rollenklischees oder ein bestimmter Druck, geschlechterkonform zu sein, zu leben, zu sprechen, existiert nicht. Auch Körperbilder sind nicht mehr an bestimmte Ideale geknüpft, die normativ sind. Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität gelten nicht mehr unhinterfragt als Norm. Und niemand muss Gewalt, Ausgrenzung oder Diskriminierung erleben aufgrund seiner oder ihrer geschlechtlichen und sexuellen Identität. So viel zu meiner Utopie. Liebe, vielen Dank. Rudaba, was ist deine Vision oder deine Utopie von einer Gesellschaft der Vielen? Große Fragen für heute Abend. Ja, erstmal ganz vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann, dass ich mit euch reden kann und auch an euren Erfahrungen und allem teilhaben kann und meins dazugeben kann. In der Vorstellung ist es ja kurz gesagt worden, ich wollte es nur ein bisschen ergänzen, dass ich in den Nennungen des ehrenamtlichen Engagements und der Trägerinnen, also CEOC und der MIGRA, diesem Dachverband der Migrantenorganisationen, versuche, so eine
ja, meine postmigrantische Allianzen sozusagen zu leben in Form von Werten, über die wir heute sicherlich noch sprechen, die ja unweigerlich zu meinen Utopien gehören, denn dafür mache ich das Ganze und das mache ich schon seit einigen Jahrzehnten inzwischen, so dass das alles eine ja, ein Gemisch aus verschiedensten Entwicklungssträngen sind, die ich weiterverfolge und die hoffentlich dann in der Utopie irgendwann mündet, die ich verfolge. Natürlich habe ich ganz viele Ideen und einzelne Punkte, die zu einer Utopie für mich dazugehören würden, für eine Gesellschaft der vielen, für eine diverse Gesellschaft, die geprägt ist von Normalität und Vielfalt. Ich denke, auf die Begriffe kommen wir heute auch noch zu sprechen. Was ist normal? Wer bestimmt, was Normalität ist? Und so weiter. Aber ich habe mir natürlich ein paar aufgeschrieben, damit das auch ein bisschen konkreter wird. Aber es ist auch wichtig, dass ich das so kommuniziere, dass ich als eine Person hier sitze, das heißt diese Utopien, die ich benenne, aus einer Brille beschreibe, einer Frau, die ja, arbeitet, eine POC ist, eine Mutter ist, eine arbeitende Frau ist, eine ist, die sehr viele Rechte im Vergleich zu sehr vielen anderen Menschen besitzt, die andere Menschen nicht haben, global betrachtet, lokal betrachtet, regional betrachtet, und aus einer sicherlich sehr mitteleuropäisch geprägten Brille, was schon quasi vieles ausschließt, was ich eventuell an Perspektiven gar nicht mitformuliere, die aber zu einer Utopie auf alle Fälle dazugehören würden. Ja, die da wären, ich habe drei Utopien, die ich gerne nennen würde, aber wie gesagt, das sind, ist nur eine Auswahl, eine zufällige, intuitive Auswahl. Und in diesem Bewusstsein dieser Rechte würde die Sprache für mich zu einer Utopie gehören, die utopische Gesellschaft, ob nun 2048 oder früher oder später, ist eine Gesellschaft, in der die Sprache, die sehr bildet, formt und eine Macht ist, eine Art gemeinsame Sprache wird, in der bestimmte Ausgrenzungen sprachlich nicht mehr stattfinden können, in der bestimmte Ebenen der Sprache ausgeschaltet sind, um diese Kommunizierbarkeit von Unabhängigkeit, von Rechten, unabhängig von Grenzen und eben von sogenannter Mehrsprachigkeit auslöscht und nicht mehr da ist. Also diese Sprache in Form von dominanten Sprachen gegenüber Sprachen, die weniger anerkannt sind, nicht mehr eine Rolle spielt. Das ist eine Utopie. Eine weitere Utopie wäre für mich eine Gesellschaft, die keine Etiketten mehr braucht, keine Stempel mehr braucht für Menschen. Du bist die, du bist der, du bist das und du gehörst zu derjenigen Gruppe und dich behandeln wir aufgrund deiner Sprache und deiner Etikette sonstiges und in die Spalte, in der wir dich einordnen und zuteilen, in der hast du dich und in dem Rahmen zu bewegen. Also eine etikettierungsfreie Gesellschaft der vielen, wo eben die vielen, die da auch zu nennen wären, die wir heute, muss man auch bewusst sagen, nicht nennen. Es sind sehr viele, über die wir sprechen, die nicht da sind, die nicht präsent sind, die nicht Platz haben, die nicht gehört werden. Ich fühle mich jetzt nicht als Repräsentantin, aber ich will darauf hinweisen, dass ich mich gar nicht in der Lage fühle, für viele zu sprechen. Und das Dritte wäre eher eine größere oder mehrere Teilgesellschaften betreffende Utopie, nämlich eine, wo wir im Jahr 2048 schon Banden geknüpft haben. Ganz elastische zwar, aber zuverlässige Banden, in denen wir nicht mehr um Anerkennung buhlen müssen, in der wir uns auf bestimmte Verlässlichkeiten schon längst verlassen können. Das wären so meine gesellschaftlichen Utopien. Eine Auswahl. Vielen Dank. Okay, wir haben schon sehr, sehr viele Dinge angesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann hinterher ins Diskutieren kommen dann auch. Aber zunächst erstmal Antje. Ja, ich habe auch überlegt, kurz meine Brille vorzustellen, die da also ich sitze hauptsächlich hier mit meiner Behindertenidentität heute. Die anderen sind auch dabei, aber das ist so heute wichtig. Und dass ich mit einer Behinderung auf die Welt gekommen bin, hat natürlich auch viel mit mir gemacht, was so meine Lebensentscheidungen angeht, auch wie Leute auf mich geschaut haben oder ich in der Welt situiert wurde.
Und es hat was mit meinem Lebenslauf gemacht und mit meinem Wissen und eben auch mit meiner Art auf Utopie zu schauen. Und den Blick, den werde ich heute ein bisschen versuchen einzunehmen. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, jetzt für das Podium so über Utopien nachzudenken, habe ich mich erstmal ein bisschen schwer getan. Also ich arbeite im ADB, man könnte sagen, wir arbeiten ja im Kleinen daran, irgendwie so ja, auf so eine Utopie hinzuarbeiten, um Diskriminierung zu begegnen und das Leben im Kleinen irgendwie besser zu machen. Aber ja, vieles, was wir da erfahren, ist jetzt eher dystopisch bisher noch. Und davon diesen Blick erstmal wegzulenken, von dem Handeln im Alltag, von diesen akuten Diskriminierungen, fand ich gar nicht so einfach. Genau, und dann habe ich so ein bisschen so über Utopie nachgelesen und so überlegt, was mir dazu so begegnet ist. Und dann fiel mir Star Trek wieder ein. Ich habe gerne Star Trek geguckt in meiner Jugend. Und als ein Beispiel für ja, so eine Zukunftsversion, aber eines von vielen, ist da zum Beispiel recht deutlich, dass Behinderung da so gut wie gar keinen Platz hat. Und das ist nicht nur bei Star Trek so, das ist oft so. Bei Star Trek gibt es in der nächsten Generation gibt es LaForge, ich weiß nicht, vielleicht kennen den einige von euch, der ist blind und hat so ein Visier, mit dem er sehen kann. Das ist so der einzige behinderte Charakter, der mir so eingefallen ist. Und selbst LaForge wird irgendwie zum Schluss, also irgendwann ist die Medizin dann so weit, um ihm Augentransplantate zu verschaffen und letztendlich die Behinderung dann zu eliminieren. Und dieses Bild von in Anführungszeichen gesunden, nicht behinderten, leistungsstarken, wo du über Körpernormen sprachst, eben auch dünnen, also es sind ja irgendwie oft Weißen, also bestimmte Menschen, die da irgendwie sehr oft abgebildet werden. In diesem Bild hat Behinderung keine Zukunft. Und viele Menschen mit Behinderungen nehmen das so wahr, dass nehmen das so ein bisschen als Angriff auf ihre Identität und ihr Sein wahr, dass Behinderung, die da eliminiert wird, eigentlich auch bedeutet, dass Menschen mit Behinderung eliminiert werden, weil Behinderung ein so integraler Bestandteil von uns ist, dass es uns nicht ohne diese Behinderung gibt. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich. Und daraus folgend zu meiner Utopie, bedeutet es für mich im Umkehrschluss, dass die Zukunft behindert sein muss und sein können darf. Also dass Leute mit Behinderung Bestandteil sind von einer Utopie, von einer Zukunft, die wir uns vorstellen, aber eben nicht Behinderungen oder Barrieren in der Gesellschaft da sind, die uns an der Teilnahme hindern. Und das, ich habe es auch nochmal versucht, so ein bisschen konkreter zusammenzufassen, obwohl das tatsächlich alles große Themen sind. Das bedeutet verschiedene Schritte oder verschiedene Punkte. Es bedeutet einerseits, wenn wir in so eine Zukunft denken, in der vielleicht technisch viele Dinge möglich sind, bedeutet es noch mal viel mehr die Notwendigkeit, dass Behinderung, Schmerz, Gebrechlichkeit, Alter, Sterben, dass all diese Dinge als normaler oder wichtiger Teil des menschlichen Lebens anerkannt werden. Und das heißt, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und nicht ihre eigene Perspektive auf andere projizieren. Denn erst dann können Leute mit Behinderung so sein, wie sie sind und müssen sich nicht so einer angenommenen Norm irgendwie anpassen. Behinderung und Barrieren, also Behinderungen im Sinne von Barrieren sind abgeschafft, habe ich natürlich schon gesagt. Und dabei ist aber auch klar, dass Barrierefreiheit so ein Prozess ist. Also dass es irgendwie, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, dass es diese eine Barrierefreiheit gibt, sondern dass es immer wieder geschaut werden muss, wer kann gerade an was teilnehmen oder wer nicht. Ist jemand gerade ausgegrenzt, was braucht es gerade für bestimmte Menschen? Und vielleicht noch so einen letzten Punkt. Wenn es um Behinderung und Zukunft geht, dann ist man ganz schnell bei medizinischem und technischem Fortschritt. Und dann sind wir ganz schnell bei Themen wie Pränataldiagnostik oder eben auch medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, Genetik. Das ist ein Thema, damit kann man eigene Podien füllen, aber
in so einer Utopie müsste irgendwie klar sein, dass die Technik, technische oder medizinische Entwicklung so begleitet wird, dass sie genutzt werden kann von Menschen, die sie nutzen wollen, aber es keinen Zwang gibt, sie nutzen zu müssen. Also vielleicht so ganz konkret, dass zum Beispiel Menschen Prothesen tragen können, wenn sie das möchten, aber wenn sie, das war zum Beispiel bei den Contagan-Fällen oft, dass Kinder schon längst adaptiert hatten und wenn sie keine Arme hatten, gelernt hatten, mit ihren Füßen zu essen und zu schreiben und alles zu machen und dass zum Beispiel diese Menschen oder Menschen eben dann nicht Prothesen tragen müssen, weil es sich an eine Norm anpasst oder irgendwie, ja, genau, dem Körperbild mehr entspricht. Das vielleicht erstmal soweit. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Utopien. Wie Antje hat es auch schon gesagt, sie sind automatisch komplex. Wenn wir über Utopien sprechen, dann kommen große Visionen, große Worte auch. Und ich versuche das jetzt erstmal ein bisschen zu bündeln für uns. Und dann wenden wir mal einen kleinen Trick an, den habe ich aber abgesprochen mit den Sprecherinnen, um uns die Utopie ein bisschen griffiger zu machen. Also ich habe bei euch gehört, dass es bei eurer Utopie sehr oft um den Wunsch nach Teilhabe geht, auch. Es geht um Vielfalt, es geht um elastische Bande, die zwischen den Menschen entstehen. Udaba meinte auch, das ist ein Prozess, dann auch. Das kann mal enger, mal weiter weg sein. Ich habe gehört, das ist Empathie als Pille, fand ich ganz großartig, so, morgens Pille als Empathie. So. Ich habe auch gehört, dass wir an vielerlei Stellen die Normalität, also die Diversität ist Normalität geworden. Und, ohne Rollenklischees, ohne Körperideale, ohne Ausgrenzung, ohne Anpassungsdruck, kam auch noch von Antje, habe ich auch gehört. Und ich habe noch gehört, die Sprache, fand ich sehr schön, Rudaba, dann auch, vielleicht kommen wir da heute noch drauf zurück, noch mal näher, Sprache ohne Ausgrenzungen, was ja im Prinzip auch auf ein gehört werden, gestärkt werden in der Gesellschaft, also Teilhabe. Diese Elemente hat die Utopie auf diesem Podium, diese Bausteine, nehmen wir es mal als Mosaik. So. Wir basteln uns die Utopie jetzt heute für hier mit diesen Elementen. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch so, wie ich empfinde, das ist sehr groß dann auch. Und es gibt einen Trick, der euch vielleicht auch, wenn ihr es mit eurem Silvesterabend oder eurem Jahresübergang so vergleicht, ihr stellt euch vor, okay, was ist in einem Jahr? Wo will ich in einem Jahr sein? Und das ist ja so ähnlich auch wie eine Utopie oder eine Vision, die man sich für das Jahr gibt, aber eben runtergebrochen auf ein Jahr. Und dann gibt es den nächsten Hinweis, dass Gefühle unser Kompass sind. Also man könnte sich nämlich am Silvesterabend fragen, wie will man sich in einem Jahr fühlen? Will man sich geliebt fühlen, geborgen, erfolgreich? Da fallen ganz viele Worte auch ein. Sicher, sehr viele Gefühle oder Zustände auch. Und jetzt könnte man also fragen, mit welchen Gefühlen ist diese Utopie, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, verbunden? Und die Frage würde ich euch gerne stellen. Mit welchen Gefühlen ist eure Utopie verbunden? Meine Utopie ist mit dem Gefühl des Aufatmen, Freiatmen, Durchatmen können verbunden. Mhm. Also dieses Brustkorb raus, frei. Mhm. Frei. Frei. Ich fühle mich frei. Ja. Ich fühle mich selbstbewusst, ich fühle mich stark. Selbstbewusst, aber auf jeden Fall, ich kann atmen. Atmen können, frei atmen können, durchatmen können auch. So. Mhm. Antje, bei dir? Selbstbewusst kann ich
mich auch ganz gut anschließen. Also so, ja, die Möglichkeit zu haben, die Unterstützung zu haben, irgendwie selbstbewusst zu sein, zu werden, angenommen zu sein. Mhm. Dann kann man auch freier atmen, vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung. Also einfach so, ja, angenommen zu sein, in dem genau wie einer gerade ist. Und dann dachte ich, stark sein. Und im nächsten Schritt dachte ich, okay, aber auch schwach sein dürfen, tatsächlich beides. Also genug Raum zu haben, um zur eigenen Stärke zu finden und eine Erlaubnis dafür, Schwäche zu zeigen, ohne dass das irgendwie negativ bewertet ist. Ja, da fällt mir gerade auf, dass ich das vergessen habe. Vorhin war das noch den Punkt Verletzlichkeit, also dass Verletzlichkeit auch Bestandteil vom Alltag sein darf dann auch. Ja. Okay, also dieses Freiatmen, stark sein, schwach sein dürfen, angenommen sein auch für sich. Okay, vielen Dank. Udaba, hast du? Ja, das wiederholt sich jetzt irgendwie ein bisschen, weil du hast das Wort, das war selbstbewusst genutzt. Das hatte ich auf meiner ersten Karte geschrieben vorhin, wo ich dachte, okay, das ist ein Bewusstsein, wann oder wie kann ich selbstbewusst wo sein, einfach sein können. Ich glaube, das gehört auf alle Fälle dazu, dass das dann ist, dass man sich das nimmt, diesen Raum und diese Möglichkeit gibt auch. Und du hast gerade ein Wort gesagt, was ich auch gedacht habe und jetzt habe ich es vergessen, aber das ist egal, weil es ist auf alle Fälle, weil ich deine Frage, du es ja mit uns kurz abgesprochen hast, immer wieder gesagt habe, positiv. Es muss und es ist positiv, weil sonst würde ich es nicht machen. Ich brauche die Energie und die Kraft, diese positive Energie, um diese Utopie, diese Idee, dieses bessere Bild, das ist ja etwas Besseres, etwas, was weg ist von einer Dystopie, weg ist von bestimmten Erfahrungen, die muss ich ja verfolgen können und dafür was tun. Mhm. Also ist die positiv, das Grundgefühl ist positiv. Ja. Dann. Ja, wenn sie stattgefunden, wenn sie Realität ist, die Utopie. Okay. Also du hast einen Raum, man kann atmen, man kann verletzlich sein, man kann stark sein auch, das ist ja auch, manchmal darf man ja gar nicht auch stark sein, man darf man selbst sein so, und nimmt am gesellschaftlichen Leben selbstbewusst auch teil. Ja, höre ich das so richtig raus? Okay, dann der nächste Trick, die nächste Frage, die man sich dann eben, erstmal danke für eure, der nächste Trick ist dann, wenn man sich Silvester die Frage stellt, wie man sich in einem Jahr fühlen will, dann sucht man nach den Strukturen. Also man fragt sich selbst, okay, wo fühle ich mich bereits so? In welchen bestimmten Strukturen, Räumen, Formen der Kommunikation, im Miteinander, bei welchen Personen auch, fühlt man sich bereits so, wie man sich bereits fühlen will? Und das können wir jetzt mal größer denken und sagen, okay, aber in welchen Strukturen, wenn wir jetzt eine Utopie entwickeln wollen, in welchen Strukturen fühlen wir uns denn frei zum Atmen, zum Durchatmen, eine gewisse Nähe auch, verletzlich sein, vertrauensvoll verletzlich zu sein, stark zu sein, aber auch in welchen Strukturen kommen wir in eine gemeinsame Sprache, wenn ich an Rudabas erste Utopie auch denke und in welchen Strukturen im Alltag seht ihr das so für euch? Das ist jetzt die nächste Frage, wenn wir uns auf so eine, wir tasten uns so zur Utopie hin dann auch. Welche Strukturen? Ich glaube, jegliche Art von Struktur, die mir den Weg ebnet, die mich wohnen lässt, die mich leben lässt, die mich entwickeln lässt, also Gesellschaft als Ganzes, glaube ich, in ihren vielfältigen Strukturen, muss es mir ermöglichen, dass ich respektiert werde, dass ich unversehrt bin, also dass mein Körper unversehrt ist, dass ich nicht gegen meinen Willen oder wenn ich noch nicht zustimmen kann, meinen Körper verändern lassen muss, um ihn der Norm anzupassen zum Beispiel, du hast das wunderbar vorhin ausgedrückt, der mich schützt auch, der solidarisch ist mit mir. Also das sind alles so Begriffe, die ich in den Strukturen jetzt noch nicht sehe.
Das sind aber Strukturen, die, in denen ich das Gefühl, was du von sozusagen extrahiert hast oder die Gefühle, die du extrahiert hast, möglich machen. Es geht auch jetzt erstmal nur um dieses, wie sehen die Strukturen aus? Wir kommen dann im zweiten Teil kommen wir noch zu dem realen Ist-Zustand und wo wir das nicht sehen und wie wir es verändern müssten. Also es geht um, wenn ich das jetzt richtig verstehe, um Räume von Sicherheit und Vertrauen. Ja, also Schutz. Geschützte Räume. Ja, also das Prinzip des geschützten Raumes ist ja, ich glaube, in unserer aller Arbeit bekannt, aber halt nur im Großen. Also nicht, dass ich auf bestimmten Kontexten extra Räume schaffen muss, so wie wir es jetzt noch tun müssen, sondern dass sich das in einem großen Raum auflöst, der mich generell schützt. Ja. Mich in meiner Unversehrtheit. Nehmen wir, weiß ich nicht, das Grundgesetz zum Beispiel, anhand dieser Merkmale, dass das schützt. Und damit geht einher, dass es eben respektiert wird, wie ich bin, dass sich andere Menschen mit mir solidarisieren, Thema Empathie. Ja, auch Autonomie. Also ich glaube, jeder Mensch hat ein großes Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung. Und diese Strukturen geben das her, diese utopischen Strukturen. Und sie sind Normalität geworden? Ja. Dann auch. Okay, vielen Dank. Welche Strukturen, in welchen Strukturen führt ihr das bereits? Oder welche, wie müssten die Strukturen aussehen, um das zu fühlen? Was ist? Ich bin noch einen Schritt vor dir, glaube ich, so ein bisschen. Also vielleicht auch zeitlich und auch von der Umsetzung her. Also nicht bei der gesamten Gesellschaft, sondern ich habe noch mal so, also ich habe überlegt, genau wie kommen Leute denn zu diesen Gefühlen? Wie kommen Leute dahin, so Menschen mit Behinderung selbstbewusst zu sein und irgendwie sich selber zu akzeptieren in einer Gesellschaft, die so nicht akzeptierend ist und feindlich teilweise? Und dann, ich wünsche mir nichts sehnlichster als eine behinderte Community. Als eine, ja, als eine sich radikal akzeptierende, sich gegenseitig stärkende Gemeinschaft, die ist so, was nicht die Utopie wäre, aber was, glaube ich, so ein Zwischenschritt wäre, um zu so einer Utopie zu kommen, um erstmal so eine Stärkung miteinander zu erfahren, um dann in das Größere zu gehen und da das einzufordern, was du auch gerade ausgeführt hast. Ja, das gibt es immer mal wieder in Momenten. Also die Pride Parade ist, würde ich sagen, war eine davon. Das haben viele uns zurückgemeldet. Das war, so, nur um so ein kurzes Bild zu haben, es war eine Parade von über 1000 Menschen in Berlin, die so ein bisschen sich an Christopher Street Day vom Style her angelehnt hat, also mit Redebeiträgen, aber auch Musik und anschließender Party. Und eine dieser Rückmeldungen oder Erfahrungen von ganz vielen TeilnehmerInnen war, sich noch nie so wohl gefühlt zu haben in einer großen Gruppe. Nicht die einzige Person zu sein, die irgendwie auffällt oder die irgendwie doof angesprochen wird oder die irgendwie angeglotzt wird oder keine Ahnung, und zu sehen, dass man nicht alleine ist. Und das, ich nehme es noch, also es gibt es noch nicht so viel im Bereich Behinderung, würde ich sagen. Es gibt immer mal wieder, und es gibt seit den 70ern immer mal wieder solche Momente. Was auch damit zusammenhängt, wie Behinderung hergestellt wird und einfach natürlich auch viele Leute mit Behinderung, wie die gesamte Gesellschaft eben auch so, viel nach dieser Normalität streben und nach so einem irgendwie dazugehören zu wollen und nach so einem, dabei zu sein, und da dieser Schritt zu, okay, ich erkenne das als meine Identität an, ich glaube nicht allen, so, also von, vielleicht nicht allen so gewünscht ist wie von mir, aber ich glaube, es wäre ein guter Moment. So auch entlang dieser Zwischenschritte sich zur Normalität entlang zu hangeln. Also irgendwann, dass diese Communities, diese kleinen Gemeinschaften sich immer mehr etablieren. Ist das vielleicht so ein möglicher Weg, wenn wir schon da so, ja, und dann irgendwann im Großen so. So sehe ich jetzt das, was du mit Vorschritt, Vorstufe auch meintest. Ich meine, ich gebe dir natürlich recht. Also du hast gefragt, okay, wie sieht diese Strukturen aus? Natürlich ist es bis dato nicht der Fall. Also deswegen habe ich wahrscheinlich schon zu weit vorgegriffen, aber ich gebe dir vollkommen recht, also das findet derzeit, ja, je nachdem, wie man das individuell spürt und auch Realität werden lassen kann, oftmals noch in kleinen Kontexten, Communities.
natürlich statt, aber auch nicht immer dort. Also auch in Communities gibt es unmögliche Orte. Okay, oder aber? Vielen Dank. Ich könnte es ganz einfach und kurz sagen, ja, und mach's jetzt vielleicht und wir unterhalten uns später. Die Struktur ist die Struktur, in der und für die ich mich nicht erklären muss ständig. Zack. Okay, ich fasse es mal zusammen. Ich kann auch weiterreden, aber ich glaube, wir haben genug. Also ich hab jetzt schon den großen Zustand. So, das ist auch sehr mit der Normalität auch so. Man muss sich nicht mehr erklären. Man ist Teil auch immer wieder, wäre auch eine andere Frage, müssen wir aber heute nicht diskutieren. Wie viele Communities sind dazu notwendig auch, bis sie Normalität werden, wie oft und so. Und gleichzeitig, du musst dich nicht dafür erklären, so zu sein, wer du bist oder wie du dich fühlst, wie du dich verhältst, ob du dich gerade verletzlich, stark, keine Erklärung, wen du liebst auch und mit wem du dich vielleicht auch unterhältst und in Kontakt gehst, wenn wir jetzt bei der Sprache sind. Also die Struktur ist die, für die man sich nicht erklären, kann man sagen, rechtfertigen muss auch. Das ist die nächste Stufe oder die Stufe, die mehr ins Negative geht, ja, dieses Rechtfertigen, Rechtfertigungsdruck, Anpassungsdruck kam heute noch. So, also Strukturen, die frei davon sind und geschützt sind, geschützte Räume. So sehe jetzt unsere Utopie aus für eine Gesellschaft der vielen. So. Ich frage mal kurz in die Clusterrunde, gibt es schon Fragen an dieser Stelle? Genug Fragen, die man, ja? Dann gerne. Weil dann machen wir hier jetzt einen kleinen inhaltlichen Cut. Wir sind noch sehr beim Soll-Zustand und es soll dann zum Ist-Zustand gehen. Und deswegen mache ich hier noch einen Cut. Danke dir. Okay. Also, wir haben eine Frage an alle. Zwei Fragen für dich. Und ich glaube, die ist auch an alle. Die wurde nicht geschrieben. Für wen? Ich lese sie erst mal vor und dann können wir sie beantworten. Die Frage an alle. Falls ihr die Broschüre Zukunft für alle zur Konferenz gelesen habt, was fehlt euch darin? Das ist so eine Hausaufgabe. Ich gehe mal kurz raus. Bisschen unkonkret, oder? Die Frage hat noch einen zweiten Teil. entspricht die Broschüre euren utopischen Vorstellungen? So, die Frage ist auch für alle, welche Veränderungen und Lernprozesse braucht es in gesellschaftlichen Institutionen? Die Frage nehmen wir mal als Übergang, da wollten wir sowieso hin, vielen Dank, das ist super. Und dann jetzt die Frage an Antje, zwei Fragen. Was braucht es für eine eigene Auseinandersetzung im Gegensatz zum Voreingenommensein oder etwas Projizieren auf andere? Was braucht es für eine eigene Auseinandersetzung als sich wiederholenden Prozess? Ich glaube, das hast du auch in der Utopie immer wieder benannt, genau. Und die zweite Frage, ist es ein persönlicher oder gemeinschaftlicher Prozess? Ich gebe dir das mal und vielleicht gehen wir erstmal in die Frage an alle. Broschüre, Zukunft für alle. Was fehlt euch in der Broschüre? Und entspricht sie euren utopischen Vorstellungen? Das ist halt ein bisschen festgezogen auf diese Broschüre. Also ich traue mich gar nicht zu antworten. Also ich habe sie nicht gelesen, jedenfalls nicht in Gänze.
Aber ich glaube, das Konzept, so wie ich es verstanden habe, so wie es mir in dem sehr langen Prozess der Organisation und des Entwurfs dieses Kongresses erzählt wurde, glaube ich, ist sehr umfassend und sehr utopisch auf jeden Fall. Mhm. Ich finde integrativ auf jeden Fall, umfassend, habe ich schon, glaube ich, schon gesagt, und das finde ich gut. Okay. Also wenn die zweite Frage jetzt hier ist, entspricht das deinen utopischen Vorstellungen, könnte man ja sagen, entspricht dieses Umfassende, ist das auch Teil deiner utopischen Vorstellung? Nein. Nein. Also es ist mir zu groß. Okay. Genau. Es ist sicherlich, würde ich mich umfassender damit auseinandersetzen, all diese ganzen Aspekte mitzudenken, würde ich wahrscheinlich sagen ja oder vielleicht auch nein, vielleicht würde ich noch was hinzufügen. Aber da ich in diesem großen Ganzen nie gedacht habe, was kommt alles dazu, um dieses große Utopische zu denken, kann ich das so in dem Sinne nicht beantworten. Meine Utopie ist halt eher kleiner. Mhm. Auch ein schöner Satz, meine Utopie ist eher kleiner. Okay, Rodaba, hast du noch dazu? Die Broschüre habe ich nicht gelesen, Entschuldigung an die Macherinnen. Ich werde sie mir angucken. Ich weiß nicht, wie dick sie ist, oder dünn oder bebilbert oder nicht. Es wären auf alle Fälle all die Aspekte, auf die ich gucken würde. Ich lese in den letzten Jahren anders als in den vorletzten Jahren. Ich lese jetzt sehr oft tatsächlich so, dass ich mir ein Inhaltsverzeichnis angucke und schaue, die Schreiberinnen, die Autorinnen, wie divers sind die von bestimmten Perspektiven her. Ne? Also ist das so ein rein akademisches Ding von weiß, männlich gelesenen und so weiter Personen oder sind das eher junge Personen, die sich an Themen heranwagen und der Professor, die Professorin tut so, als ob das ihre Veröffentlichung ist. Also ich lese anders und achte auf andere Dinge, als tatsächlich zu sagen, ja, ich bin total gespannt auf den Inhalt, weil die Inhalte sich sehr nach dieser Inhaltsverzeichnisgliederung ein bisschen orientieren. Ich weiß nicht, ob es in der Broschüre ein Inhaltsverzeichnis gibt, aber ich vermute es. Dann würde ich es lesen mit den Augen in der Form, wie es bebildert ist, wie es diese Vielfalt in der Gesellschaft tatsächlich zeigt, weil sehr viele Menschen visuell unterwegs sind, sehr viele Menschen sprechen oder lassen sich von ganz anderen Dingen als erklärenden Texten und Worten ansprechen. Sind da Beispiele drin? Ist Realität und Theorie und Wissenschaft irgendwie da miteinander verwoben? Also all das hätte ich gelesen, wenn ich die Broschüre gelesen hätte. Und hätte darauf geachtet, ob ich sie dann und entschieden, ob ich sie weiterlese oder weglege. Ich vermute es aber jetzt einfach, dass sie ziemlich ausführlich und vielseitig ist, wie Britta das sagte, weil die Idee dieser Konferenz mir auch in der Phase, in der ich mich damit beschäftigt habe, mit den Veranstaltungen und Workshops, sehr, sehr groß und sehr umfassend erscheint, wo ich persönlich, aber auch viele andere, die sich orientieren, wollten nach den Themen auf alle Fälle ihr Thema gefunden haben, also die Themen sind da, aber die Vielfalt der Themen ist leicht erschlagend in der Form, dass ich sehr umfassend Zeit brauche und Ressource und das sind alles ja so zum Teil Luxusdinger, die man haben muss, um sich darauf einzulassen, zu sagen, ich beschäftige mich intensiv mit diesem oder jenem Thema, zusätzlich zur Familie, zusätzlich zur Arbeit, zusätzlich zu und so weiter. Also das ist so eine Luxusposition, aus der ich wahrscheinlich die Broschüre auch gelesen hätte und mir was ausgesucht hätte und so weiter. Ne? Daher hätte ich bestimmt Dinge gefunden, die mich angesprochen hätten. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage heben wir uns auf, dann auch für den Übergang. Und dann würde ich erst mal zu Antje, wenn du die Fragen beantworten willst für dich. Und ja, danke. Das war gerade gut, ein bisschen Zeit zu haben, weil da habe ich das jetzt so gesagt, das braucht irgendwie Auseinandersetzung und dann kommt gleich eine Gegenfrage dazu. Also die erste Frage war, was braucht es für eine eigene Auseinandersetzung im Gegensatz zum Voreingenommensein oder etwas Projizieren auf andere? Ich gebe ab und zu Workshops, viel für Leute, die nicht behindert werden tatsächlich, wo es oft genau um sowas geht. Oft auch eine erste bewusste Auseinandersetzung mit Behinderung.
Das ist natürlich auch wieder ein eigener Workshop, aber es gibt zum Beispiel so eine kleine Methode, so eine Lebenslaufmethode, selber, also den eigenen Lebenslauf nachzuzeichnen. Also erstmal zu schauen in der Familie oder im Aufwachsen, wo kam Behinderung vor und wie wurde darüber gesprochen, familiär oder in Kinderbüchern. Und das lässt sich ja wahrscheinlich auch, ne, von Behinderung weg auch auf andere marginalisierte Gruppen übertragen. Wie kam es überhaupt vor oder nicht? Wie habe ich darüber nachgedacht? Wie bin ich Leuten mit Behinderungen begegnet? Bin ich ihnen begegnet? Ganz oft passieren in diesen Übungen tatsächlich ganz viele Aha-Momente, wie oft Behinderung nämlich doch Thema war. Obwohl Leute in den Workshop kommen, nee, ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt und ich kenne keine Leute mit Behinderung. So ist es dann nämlich meistens doch nicht. Und dieses genau, ja, im Gegensatz zum etwas Projizieren auf andere, ist, finde ich, auch selber mega schwer. Ich weiß nicht, also vielleicht so ein Beispiel, was auch Leute mit Behinderung auch öfter immer mal wieder bringen, ist so dieses Hilfsangebot. Das ist ja irgendwie so eine Konfrontation, die irgendwie im Alltag, die wahrscheinlich alle irgendwie kennen. Also dass die eine Seite irgendwie denkt, okay, biete ich jetzt Hilfe an oder nicht? Oder so, und die andere Seite, ja, was auch immer, nämlich unterschiedlich reagiert. Manche Leute sind halt im Alltag einfach irgendwie so unterwegs und sind dann irgendwie genervt, wenn sie irgendwie zum fünften Mal ein Hilfsangebot kriegen für irgendwie so Handlungen, die ihre Alltagshandlung sind. Manche freuen sich auch über das Angebot, weil sie vielleicht selber mit einer erworbenen Behinderung oder so, oder weil sie Ablehnung erfahren haben, nicht so eine Sicherheit darin haben. Das ist so ein Beispiel, wo ich manchmal so dazu rate, irgendwie immer mal erstmal so ein so innerlich so einen kleinen Schritt zurückzutreten, bevor ich aufgrund der Annahmen, die ich habe, handle und zu schauen, okay, die Person kommt irgendwie aus einem ganz anderen Setting. Ich käme jetzt gerade nicht klar, wenn ich irgendwie aus dem Rollstuhl heraus die Tür öffnen müsste. Ich schaue mal kurz und dann vielleicht Hilfe anzubieten. Und dann aber eben auch, und das finde ich dann auch wiederum tricky, ich hoffe, das ist dann so ein Beispiel, wenn die Person die Hilfe ablehnt, das dann auch anzunehmen. Weil das ist tatsächlich, das merke ich ganz oft, dass da Leute dann irgendwie ganz sehr in ihrem sind, also in ihrem Auseinandersetzung mit, ich sollte jetzt was tun, soll ich Hilfe anbieten oder nicht, okay, jetzt mache ich es, und dann werden sie abgewiesen. Und das verstehe ich, dass das irgendwie manchmal so ein schmerzlicher Moment ist, der aber ja gar nicht so gemeint ist von der Person, von dem Gegenüber. Was braucht es für die eigene Auseinandersetzung? Ich glaube, das betrifft viele Bereiche. Es gibt, und dann braucht man Luxus von Zeit und sich damit befassen, aber es gibt so viele tolle Leute bei YouTube, die so viele spannende Sachen erzählen, die man sich anhören kann. Das vielleicht auch zu der Frage, ist das ein persönlicher oder ein gemeinschaftlicher Prozess oder Aufgabe? Dieser wiederholende Prozess, ich glaube, es bezog sich auch ein bisschen auf Barrierefreiheit vielleicht. Ein gemeinschaftlicher, also genau, ich wollte das jetzt nicht irgendwie so wegadressieren, diese Aufgabe. Das ist ganz klar ein gemeinschaftlicher, weil es dafür Austausch auch braucht. Es kann passieren, zum Beispiel bei der Pride Parade haben wir irgendwie versucht, leichte Sprache bei den Regelbeiträgen zu sprechen und dann so Stoppschilder im Publikum verteilt, die dann hochgehalten werden sollten, falls wir zu kompliziert werden. Und dann haben wir festgestellt, niemand zeigt dieses Stoppschild hoch, weil niemand Lust hat, sich in dem Moment so zu outen, dass die Person das nicht verstanden hat. Das meinte ich einerseits mit Prozess, so, es kann gute Ideen geben, aber die kann man dann eventuell auch wieder verwerfen. Und das muss ein gemeinschaftlicher Prozess sein, weil wir haben uns echt was Gutes bei gedacht, es hat aber überhaupt nicht funktioniert und die Leute, für die wir es gedacht haben, fanden das gar nicht so eine gute Idee. Also, so. Ja. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt auch in Bezug auf unseren nächsten Teil so gehört, es ist, was immer wieder auch zur Sprache kommt zu der Utopie, ist diese wiederkehrenden Prozesse, sich wiederholenden Prozesse von Vergemeinschaftung, von Integration, von Diversität, von einer gemeinsamen Sprache haben, auch nicht ausgegrenzt werden, von Nähe, von Kontakt und Austausch. Ich habe jetzt auch bei Antje Schilderungen
auch viel von Empathie gehört, was Britta auch genannt hat, also einfach auch mal sich in andere hineinversetzen. Das heißt einfach auch mal, also sich in andere hineinversetzen. Und ich nehme jetzt mal diesen großen Block. Ich denke, jeder, der das mitverfolgt hat, hat allmählich so eine Ahnung, wo wir hinwollen, auch mit unserer Utopie für die Gesellschaft der vielen. Nehme ich mal die dritte Frage. Welche Veränderungen und Lernprozesse oder eben wiederkehrende Lernprozesse, wenn ich jetzt mit Antjes Worten rede, braucht es in gesellschaftlichen Institutionen, damit wir in Richtung dieser Utopie kommen? Und da ist ja die nächste Frage, wo findet diese Utopie aktuell nicht statt? Also wo sind die Fallstricke? Und vielleicht nehmt ihr das, was euch als erstes einfällt von den Dingen, die jetzt erscheinen. Also wo seht ihr konkret, die Strukturen sind entweder nicht dafür gemacht, noch nicht bereit, oder sie sind wirklich radikal verletzend dann auch, was diese Utopie angeht. Ich kann gerne anfangen. In ganz vielen Strukturen, wenn nicht zu sagen in den meisten Strukturen, heißt in den meisten Regelstrukturen, die es in Deutschland gibt. Ich kann jetzt für keine Französischen sprechen, vermute, aber da wird es nicht sehr, sehr viel besser sein. Oder für Nordeuropa, ne? Also man muss sich schon ein bisschen geografisch mit den eigenen Kenntnissen dann schon auseinandersetzen. Die meisten Regelstrukturen bieten das nicht an, sind nicht dafür gemacht, sind nicht dafür ausgebildet, haben diese Systemstruktur einfach nicht in der zeitlichen Ebene, in der gesetzlichen Ebene, die es ihnen manches erlaubt, manches nicht, was sich dann in Soll und Kann und Ermessensentscheidungen dann ausdrückt, ob das dann passend ist für eine Lebenswelt einer Person, für die Lebenslage oder nicht, unabhängig davon. Also es ist quasi wesentlich leichter zu sagen, wo sie, wenn überhaupt, stattfindet und ist. Das sind natürlich sehr oft NGOs oder, ne, du hast von Communities gesprochen, vielleicht Strukturen, wo die Menschen selber Teil hatten, es zu schaffen, es zu benennen, es die Ziele zu formulieren. Da finden sie vielleicht statt, hoffentlich. Auch da wird man an eine Grenze stoßen, weil man nicht autark ist in der Gesellschaft, in diesen großen Utopien, weil natürlich bestimmte Grundlagen, sei es die EU-Richtlinie zur Aufnahme von Geflüchteten oder das Asylbewerberleistungsgesetz und sehr vieles, alles ausgrenzende Gesetzmäßigkeiten sind, die null an Bedürfnissen, null an der Wirkung des Gesetzes gedacht haben, diese Stichworte von Empathie von Menschen, und das hat alles dort gar keinen Platz. Also das sind sehr oft politische Momente, die zur Gesetzgebung geführt haben, aber auch auf der strukturellen Ebene, was ja die Frage betrifft, bedingt das sich so weiter, also es wird weitergegeben, das System trägt sich in sich selbst, die Gerüste sind immer das Systematische und nicht die Menschen oder die Personen, die die Vielfalt reinbringen und ihre Perspektiven und ihre, diese Multiperspektivität, die existiert sehr wenig, wie gesagt, also es wäre wesentlich leichter zu sagen, wo sie, wenn überhaupt, existiert. Und aus dem Bereich, aus dem ich jetzt komme und arbeite und die Erfahrungen vielfältig teilen konnte oder gelernt habe, ist es tatsächlich wenig Ort, wenig Raum und erst recht Struktur, wo antirassistisch, antisexistisch formuliert wird, gesprochen wird, gehandelt wird, sondern eher das Gegenteil, wo die Menschen dann, aufgeben, resignieren, gar nicht teilhaben oder wenn sie kämpfen, dann an Grenze von Sanktionen und Co. gelangen und so weiter. Also das wird jetzt zu sehr ins System rein, aber wie gesagt, die Frage anders zu beantworten ist wesentlich leichter, weil der Rest ist nicht Dank. Das, was der Utopie entspricht. Vielen Dank. Also das kann ich nur bestätigen. Ich würde jetzt mal versuchen, ich hätte es auch oder wahrscheinlich gesagt, okay, es gibt wahrscheinlich eher die Frage eben so zu beantworten, wie du sie gerade angegangen bist, ist das Einfachere. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was fällt mir spontan ein? Das sind die Beispiele, mit denen ich vorhin eingestiegen bin.
Aber schlussendlich kann man sich vielleicht auch einfach den Lebensverlauf, die Lebensverlaufsperspektive mal ansehen. Ob ich jetzt, jetzt für die Personengruppen, die ich vertrete, ob es jetzt im Bereich sexuelle Orientierung oder geschlechtliches Empfinden stattfindet, ist eigentlich egal. Also ich bin junger Mensch, ich fange schon an im Bereich Familie, wird mein inneres Coming-out, mein äußeres Coming-out ermöglicht. Parallel dazu die Institution der Bildung, die mich, der Begleitung der Kinder- und Jugendhilfe, die mich sozusagen in meinem Aufwachsen formen, sozialisieren, inwieweit kann ich dort so sein, wie ich bin, werde ich akzeptiert, kann ich mich so entwickeln, wie ich das gerne möchte. Da könnte man schon mal im großen Teil sagen, da ist es eher nicht der Fall, dass ich selbstbestimmt, also vielleicht jetzt mittlerweile ja, aber gehen wir 20, 30 Jahre zurück, war es auf jeden Fall nicht der Fall, dass ich in diesem Alter schon oder dieser Lebensverlaufsphase schon selbstbestimmt, autark, autonom mitunter mich entwickeln konnte. Also dann gehen wir weiter, Berufsfindung, Ausbildung. Wenn ich in dieser Phase schon Diskriminierung erlitten habe, prägt mich das ja in einer bestimmten Art weiter. Wie kann ich Bildungsprozesse erfolgreich abschließen, wenn ich nicht so sein kann, wie ich bin in der Schule zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht, es gibt so vielfältige Momente, in denen ich, was meinen Bildungsprozess, meinen Erfolgsprozess negativ beeinflussen kann, komme ich weiter, Familiengründung, wenn ich das möchte, Partnersuche. Es gibt so viele Barrieren für LSBTIQ-Personen, das zu realisieren, sei es ja gerade im Bereich Familiengründung. Ich kann nur mittlerweile heiraten vielleicht, aber das Kind zu bekommen oder das Kind, was schon da ist, auch rechtlich sozusagen Vormundschaft zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. So, und dann geht das weiter, 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 Arbeitsleben, bis schlussendlich vielleicht in den Bereich, wo ich pflegebedürftig werde und in mein Heim, meinen Freundeskreis, meinen Bekanntinnenkreis verlassen muss und in eine Institution hinein muss, wo ich wieder zurückkomme und mir denke, okay, kann ich dort sein, wie ich bin? Sind die Institutionen, sind die Fachkräfte dort auf meine Biografie vorbereitet? Oder muss ich mich wieder verstecken? Muss ich zum Beispiel meine Freundin, meine Lebenspartnerin als meine Schwester irgendwo hinstellen und sagen, okay, das ist aber nicht meine Frau oder meine Freundin, meine Lebenspartnerin, sondern das ist meine Schwester zum Beispiel. Und dieses ständige Verstecken, das kann einen Menschen prägen, muss es natürlich nicht, aber es macht natürlich eine Vielzahl an Institutionen auf und an Strukturen auf, die ich so bis dato einschätzen würde, dass sie eben nicht akzeptierend sind. Mhm. Antje, hast du noch einen? Ja. Gerne. Ja. Es ist ja ähnlich groß und genau, ich mache es jetzt auch nicht ganz groß auf. Ja, es ist überall. Also es gibt zwar inzwischen, gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention, die manche Menschenrechtskonvention muss man ja auch tatsächlich kritisch sehen, so in ihrer Entstehung, aber bei der Behindertenrechtskonvention war es so, dass da viele Menschen mit Behinderung mitgearbeitet haben und wirklich ja, sehr viel daran gearbeitet haben und es gefeiert haben, dass es sie gibt. Und sie ist geltendes Recht in Deutschland und in sehr vielen anderen Staaten und sie wird überhaupt nicht umgesetzt. Also theoretisch steht da ganz viel Utopie drin, aus behinderter Perspektive. Aber genau, ja, tatsächlich, ja, also dieser Lebenslaufansatz, also das fängt eben bei Leuten mit Behinderungen ja, natürlich auch viel in der Schule an. Es gibt immer noch so viele Parallelsysteme, wo es ja gar nicht... Ne, mehr. Aber von da aus erstmal zusammenzukommen, um so eine gemeinsame Utopie zu denken, ist ja schwierig. Wenn Leute in eine Sonderschule gehen, wenn hörende Leute in der Regel nicht Gebärdensprache lernen, es sei denn, sie haben irgendwie einen Anlass dafür. Oder wenn Leute irgendwie darum kämpfen müssen, mit Pflegebedarf nicht ins Heim zu gehen, von wo aus sie da ja dann auch wieder kaum aktiv werden könnten. Also, ja, ja, auch recht lebensumfassende Strukturen, die da vielen so im Weg stehen. Es gibt natürlich, da gehöre ich eben auch eher zu privilegierteren Menschen, also Menschen mit Behinderung, die sich sozusagen in dieser Gesellschaft, die eben auch so, ja, ne, konnte irgendwie studieren, ich kann einer Lohnarbeit nachgehen, wo ich irgendwie entsprechend auch Leistungen erbringe. Und es gibt aber eben auch viele Menschen mit Behinderung,
die in diesem System, so wie es ist, eben nicht so den Bestand haben können auch. Und ja, ein bisschen deprimierende Frage, ich höre mal auf. Ja, ich hab die ganze Zeit auch bei den Antworten, also auf die Frage habe ich so überlegt, okay, aber wie machen wir uns das wieder greifbar? Also ich habe, ihr habt sehr viele Fallstricke schon genannt, also wo es nicht funktioniert. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie genau würde denn eine Utopie der vielen oder eine Gesellschaft der vielen, wie würde die denn mit diesen Fallstricken umgehen? Also Rudaba hat auch schon gesagt, da kommt eben so eine Art Bewegung von unten, eine relativ autarke Bewegung in Communities und Co., die sich ein Sprachrohr schafft. Ja? Also wo ich so sage, okay, ist das ein Weg, den man immer weiter gehen kann, bis er dann oben angekommen ist und irgendwann oben mitmacht dann so? Ist das dieser vorgezeichnete Weg dann auch oder der am ehesten also, noch? Ja, so plausibel wie es klingt, irgendwie ja, weil es geht darum, dass eine bestimmte Anzahl und eine bestimmte auch statistische Fakt dann umgesetzt werden muss in der Repräsentativität in Teilgesellschaften. Also wenn man bei diesen statistischen Merkmalen, die aus juristischen Gründen zwar existieren, wie sogenannter Migrationshintergrund oder vor, dazwischen, was auch immer für Gründe da sind, die hätten einen Sinn insofern, wenn es in etwas Utopisches, Gutes und Positives münden würde, wie wenn wir 25% einer Gesellschaft mit solchen Etiketten schon stempeln, dann gehören sie auch in den Parlamenten zu 25%, dann gehören sie in die Ärzteschaft, in die Lehrerinnenschaft, in die Regelstrukturen, dann gehören sie überall genauso hin wie viele andere Menschen, die irgendwie eben nicht dahin gehören, wo sie hingehören könnten, weil sie diese Leistungsfähigkeit, diesen Willen, auch diesen freien Willen haben, das mitzumachen und mitzugestalten, geschweige denn von irgendwelchen systemischen Geschichten, die verlangt werden, wie Qualifikation und so weiter. Also es ist ja ein guter Bildungsstand und bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten sind ja schon gegeben, aber die berühmte gläserne Decke oder das, was man es auch als Synonyme, ne? Sprache ist eine Macht, also entweder benutze ich so ein nettes Wort wie die gläserne Decke oder ich benutze Rassismus dafür. Ich benutze und sage leichtfertig, meine aber was benutze ganz andere Wörter. Mhm. Also all das ist es, was es ausmacht, zu sagen, ja, die Menschen, die da sind, sind es Frauen und es ist ein frauenspezifischer oder ein genderspezifischer Bereich, Thema, wo es um bestimmte Fähigkeiten gibt, dann gehören Frauen da rein und nicht Männer. Und wenn ein bestimmtes Alter entscheidend ist, dann ist dieses Alter entscheidend. Das heißt, diese Fähigkeiten, die man mitbringt als soziales Wesen, die gehören dann in dieses System in solches rein, um diese nicht nur optische Repräsentativität, sondern inhaltliche und kompetenzbasierte Geschichte damit reinzubringen. Also da, wo die Person hingehört, da soll sie auch hingehören können und dürfen und nicht aus uralt Gesetzen von Arno sonst wann daran gehindert sein, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil im Reichsgesetz von sonst was irgendwas stand. Wir sind heute im 2020, es gab zwar eine Reform im 2000er Jahren hier in Deutschland, aber trotzdem können viele, viele Menschen, die hier geboren sind, nie die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen. Also so absurde Folgen von bestimmten systemischen Fehlern, die korrigiert werden müssen. Und das geht nur, wenn das sehr konsequent entsprechend der Anteile der Gesellschaft umgesetzt wird, zum Beispiel. Okay. Ist ein Riesenthema. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass sich bestimmte Strukturen ändern müssen, Rechtslagen, um mehr Teilhabe zu ermöglichen, um schlussendlich diese prozentuale Aufteilung der Vielfalt der Bevölkerung in anderen Gremien wiederzuspiegeln, sichtbar werden zu lassen, um halt echte Teilhabe, echte Partizipation zu haben. Aber du hast ja, glaube ich, gefragt auch, ob das innerhalb dieser Community-Strukturen vom Kleinen ins Große gehen muss. Und ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich denke, sowohl als auch. Also ich glaube, was uns sehr
selbst beschränkt, was aber noch notwendig ist, eben aufgrund dieses Schutzmechanismus, weil eben das noch nicht da ist, sind die Communities, die Bubbles, wie wir es auch gerne sagen, das ist halt, man ist unter seinesgleichen, man weiß, man hat sich diesen Raum auch geschaffen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, um eben Benachteiligung, Akzeptanz, also Benachteiligung zu entgehen, Akzeptanz zu erfahren. Nun ist aber die Frage, okay, wie kommen wir dahin weiter? Also wenn wir in vielen kleinen Bubbles in der Gesellschaft existieren, natürlich braucht es die Solidarität untereinander, braucht es auch den intersektionalen Blick, weil irgendwann müssen wir, glaube ich, aufhören, innerhalb dieser Bubbles zu denken, weil die Vielfalt unter uns selbst in diesen Bubbles zu eng wird und wir müssen diese sprengen, sodass wir zu so einem mehrschichtigen Blick kommen müssen, wo sich verschiedene Merkmale überkreuzen und das angehen. Aber schlussendlich wird sozusagen die Community immer ein wichtiger Ort sein, bis halt bestimmte Strukturen so sind, dass man sie vielleicht nicht mehr braucht, wobei ich nicht in meiner Utopie verorten möchte, dass man die Communities nicht mehr braucht. Aber ich glaube, mit ihnen nach oben zu kommen, wird schwierig, weil es sozusagen auch immer eine Selbstbeschränkung bleibt. Und gerade Communities sind auch gewachsen über die Jahre in Bewegungsgeschichte, sind auch wichtige Orte für Personen außerhalb oder die aus der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen werden. Aber ja, die Frage, ja, sie müssen sich auf jeden Fall öffnen und man braucht, glaube ich, auch außerhalb der Communities Unterstützung von der Mehrheitsgesellschaft, also ja, Allies, also um Privilegien zu bekommen, Privilegien teilen zu können und also ist halt ist eine große Sache, glaube ich. Gerne. Nee, da wollte ich gerade anknüpfen und genau dahin tatsächlich, genau, weil also ja, irgendwie da rauskommen, aber letztendlich sind wir ja trotzdem auch durch die Umstände, wie sie sind, irgendwie Expertinnen in eigener Sache. Und also einerseits zu schauen, genau, wo gibt es so Überschneidungen, was haben wir irgendwie an Gemeinsamkeiten, aber auch zu schauen, wo sind bestimmte Communities einfach, also was sind denn da gerade so politische Forderungen, was sind denn da Kämpfe, wozu findet die nächste, also ganz konkret die nächste Demo statt, keine Ahnung, gibt es eine Unterschriftenliste. Also genau diese Solidarität, diese konkrete Unterstützung in Forderungen zu Dingen, von denen ich vielleicht nicht betroffen bin, wo ich aber dann eben, ja, die Gruppe, die ich ja möchte, dass sie Teil meiner Utopie ist und dann in all diesen Strukturen mit dabei ist, wo kann ich die Leute unterstützen, damit sie dann letztendlich dazukommen und irgendwann genauso eine starke Stimme haben. Also untereinander, aber auch eben tatsächlich an alle gerichtet. Also, ja, also ausgehend von so einer Sprache oder so, aber vielleicht eben nicht mehr ganz da enden nur. Als hättest du meine Frage gelesen. Ich hatte gerade so den Gedanken nach dem Dialog, also weil auch das Thema des Podiums ist ja dialogisch-demokratische Interaktion, wo ihr auch immer wieder auch so gesagt habt, so zwischen Dialoge auch einführen, Interaktionen mit anderen Communities, sich gegenseitig auch stärken dann in die Richtung. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal auf die Uhr und frage in die Clusterrunde. Ihr habt bestimmt schon eine Menge Fragen. Ja, vielen Dank. Danke, Lia. Die Fragen gehen, also drei an alle. Wo kennt ihr in anderen Teilen der Welt Strukturen, die eurer Utopie bereits jetzt näher kommen? Wieder an alle, wie radikal müssen die Kämpfe werden? Wie radikal müssen die Kämpfe werden? Wegen welcher zugrunde liegenden Ursachen und mit welchen Mitteln? Das sind große Fragen wieder. Und an alle, beziehungsweise in Anlehnung an die Utopie der Behinderten-Community. Ist es notwendig, auf dem Weg zur Normalisierung von Egalität analytische Kategorien zu betonen, auch wenn dies die Gefahr birgt, dass zunächst eine größere gesellschaftliche Separation stattfindet? Soll ich nochmal? Ist es notwendig, auf dem Weg zur Normalisierung von Egalität
analytische Kategorien zu betonen, auch wenn dies die Gefahr birgt, dass zunächst eine größere gesellschaftliche Separation stattfindet. Ich habe eine Ahnung, wo du es heute erwähnt hast, auch schon mal. Ja. Ja, okay. Gibt es jemanden, der eine Frage sehr gerne schon beantworten möchte? Ich würde die drei mal verteilen, dann auch, weil wir schon fast gegen Ende auch so. So, darf ich dir die sich beziehungsweise an die Community? Und dann wäre noch, wo kennt ihr in anderen Teilen der Welt bereits Strukturen, die eurer Utopie näher kommen und wie radikal müssen die Kämpfe sein? Also ich bin zu wenig rumgekommen, um das tatsächlich so zu beantworten, wie es vielleicht gemeint ist. Kann ich nicht sagen, wo in der Welt es das gibt. Ich bin sicher, dass es gibt viele Orte, wo sehr vieles in anderen Teilen und in anderen Formen besser ist, was das auch ist, weil das kommt immer auf die Perspektive von der Norm ab, besser, schlechter. Und es ist entscheidend, wer ist die Norm, in welchem Teil der Gesellschaft. Deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen. Was war die zweite Frage? Wie radikal müssen die Kämpfe werden? Idealerweise so radikal wie notwendig. Gut. Also ich kenne auch keinen Ort, wo Geschlechterdemokratie oder Geschlechtergerechtigkeit jetzt mal in der BIAS gesehen, Mann, Frau, vorherrscht und außerhalb der BIAS schon gar nicht. Auch nicht in Bezug auf sexuelle Variation. Also nein, kenne ich keinen. Und was die Radikalität betrifft, ja, sowohl als auch. Also ich glaube, das ist anlassbezogen, radikal zu bleiben, um sich nicht in so einem Normabwasch oder in so einem großen Ganzen auflösen zu müssen, was die eigene Identität betrifft. Das muss man, glaube ich, radikal einfordern. Und gleichzeitig sollte man aber auch vielleicht in bestimmten Momenten schauen, okay, wo sind die gemäßigten Töne, die Solidaritäten, die Allianzen auch wichtig. Also aus meiner Perspektive, in unserem Netzwerk zum Beispiel, ist beides vereint. Also es gibt Positionen, die sagen, um Lebenslagen zu verbessern, müssen wir uns auch mit bestimmten Strukturen auseinandersetzen, die uns nicht gefallen. Und sei es die bestimmte Positionen in der Regierung, die uns ablehnen, aber auch mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Denen müssen wir auch zur Empathie verhelfen, dass sie an den entsprechenden Schrauben drehen. Und gleichzeitig braucht es aber immer wieder auch den Druck von der Straße, von unten, vielleicht auch radikal, das Radikale einfordern, wenn man jetzt Radikalität so verstehen möchte, von Positionen, die auch marginal sind und die vielleicht auch marginal bleiben sollen und die nicht in so einem Einheitsbrei aufgehen sollen, alle haben die gleichen Rechte, bla bla bla, sondern zum Beispiel auch zu sagen, nee, ich beharre da drauf, auch, weiß ich nicht, ich möchte eine bestimmte Art von Perversion auch haben in meinem Leben. Also ich werde natürlich bestimmt auf einer bestimmten Art als nicht normal gelabelt, aber das ist vielleicht auch Teil meiner Biografie und das ist auch okay und ich will das auch behalten und ich dafür auch ein und ich will nicht in diesem Haya, Haya, Popeye, zwei lesbische Frauen, Kind, Familie, bla bla bla, Einheitsbrei aufgehen. Wer das möchte, na klar gerne, aber manche wollen halt auch noch radikal Positionen behalten, die halt auch marginal sind und vielleicht auch marginal sein sollten oder bleiben sollten. Kommt immer ganz drauf an, ist auch ein individuelles Ding. Aber ich glaube, sowohl als auch, je nachdem, wie Radikalität gemeint ist. Vielen Dank. Möchtest du dich zu den anderen beiden vorher noch? Oder? Mir reicht das. Gut, schieß los. Ja. Ich lese nochmal vor, ja. Also ist es nötig, und ich beziehe es jetzt mal tatsächlich auf mich und mein Wissen sozusagen, ist es notwendig, auf dem Weg zur Normalisierung von Egalität analytische Kategorien zu betonen, auch wenn dies die Gefahr birgt, dass zunächst eine größere gesellschaftliche Separation stattfindet. Ich muss zugeben, Egalität müsste ich googeln. Genau, ich nehme an, dass es irgendwie so gemeint ist, dass irgendwie genau alle Menschen irgendwie gleich sind, jenseits von irgendwelchen Kategorien. Und analytische Kategorie ist in meinem Fall Behinderung. Ich stecke da nicht so da drin. Ich glaube, es geht über unterschiedliche Sichtweisen darüber, ob das eine analytische Kategorie ist oder eben auch mehr als das.
Genau, also die kurze Antwort ist ja. Ich empfinde das als notwendig und ich sehe nicht, wie das unbedingt eine größere gesellschaftliche Separation zur Folge hat, weil die Herstellung von, in meinem Fall Behinderungen, passiert ja eh die ganze Zeit. Und die passiert auch, wenn ich versuche, so einer Normalität hinterherzulaufen. Ob ich mich nur als behindert sehe oder nicht, die Zuschreibung passiert trotzdem. Und dem entgegen irgendwie eben so eine eigene... Ja, wir waren irgendwie, ich habe am Anfang gesagt, Selbstbewusstsein, einen eigenen Zugang zu den eigenen Körpern, zu den eigenen Fähigkeiten zu finden. Also ganz konkret zum Beispiel, es gibt so ein Konzept von Krüppelzeit im Englischen, wo sich eine Behinderte so damit auseinandersetzt, wie vielleicht manche Leute mit Behinderung Zeit anders verstehen, weil sie, oder Zeit anders planen, Tage anders planen, weil sie vielleicht für Dinge länger brauchen, weil sie ganz andere Dinge im Hintergrund noch mit laufen, wenn sie irgendwie Wege von A nach B fahren oder so. Das ist ja nicht nur analytisch, das ist ja real tatsächlich. Und irgendwie da ja, so einen eigenen oder kollektiven, community-mäßigen kulturellen Zugang zuzufinden, finde ich wichtig. Ja. Gut, vielen Dank. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wäre jetzt so für den, ja, dann auch. Es sei denn, da winken noch ein paar tausend, nein, keine Fragen mehr? Okay, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Antwort und für die Fragen sowieso aus dem Plenum. Utopien bieten sich für die Wunderfrage an. Ich glaube, einige von euch kennen die Wunderfrage und ich würde die jetzt gerne mal hier stellen. Und ich korrigiert mich gern oder ergänzt mich gern. Wir hatten die Utopie von Verletzlichkeit, von Gehörtwerden, von Gestärktwerden, von einer gemeinsamen Sprache, von geschützten Räumen, von Empathie als Pille vielleicht auch, damit das flächendeckend stattfindet. Und jetzt wäre die Wunderfrage folgende. Angenommen, ihr würdet morgens früh aufwachen und diese Utopie wäre Realität. Das Wunder hätte also stattgefunden. Woran würdet ihr es als erstes merken? Was wäre anders? Ich habe Angst vor dieser Frage. Ich kann da tausend verschiedene Antworten geben, aber es geht jetzt mal vielleicht nur um eine. Würde ich morgen irgendwo hinfliegen, würde morgen dieser Flughafen so funktionieren, dass wenn ich keinen deutschen Pass hätte, ich nicht nach rechts müsste, wo die anderen alle nach links dürften. Aber ich kann da jetzt tausend Beispiele bringen, wie dieses Wunder morgen geschehen würde, wenn sie geschehen würde. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also eben, es ist eben so kleinteilig, was Partizipation, Teilhabe, Sichtbarkeit von LGBTQ betrifft. Das ist eben, sei es die Radiomoderatorin am Morgen, die halt Themen anspricht, die sonst nicht im Radio kommen. Oder ich mache einen Fernseher an und das Regierungsoberhaupt ist trans und sitzt im Rollstuhl zum Beispiel. Also Thema gläserne Decke. An oberste Positionen kommen, also Macht haben, auch Einfluss haben, trotz zugeschriebener Behinderung, trotz einer geschlechtlichen Selbstverortung, die halt noch nicht der Normalität entspricht. Es geht offiziell bis 3/4. Aber so, ja. Ja, okay. Oder sei es die kontrollierende Person in der Straßenbahn, die halt offen trans ist oder die nicht binär ist und niemand nimmt Anstoß daran, niemand guckt irritiert, niemand fragt oder es gibt keine komischen Bemerkungen. Also, ja. Okay, vielen Dank. Ich habe gerade die Info bekommen, dass wir auch noch länger machen können, also bis 3/4 in etwa. Okay, das entscheiden wir später. Erstmal zur Wunderfrage. Okay, wir haben, ich habe so im Hinterkopf, dass wir noch einen Rückkehrer nach Dresden heute haben oder eine Rückkehrerin und da geht es um den Zug zurück, deswegen war auch ein bisschen die Zeit.
Wunderfrage. Erstmal die Wunderfrage, oder? Ja. Nehmen wir die Wunderfrage für dich. Das schließt auch wieder ein bisschen an, was du zum Schluss gesagt hast. Ich habe auch erst ewig überlegt, was sage ich denn dazu? Und dann fiel mir Früchte des Zorns ein. Die haben mein schönstes Kleid, heißt das Lied. Und die erste Zeile ist, da geht es nicht um Behinderung, aber ich fand das für mich trotzdem anschlussfähig. Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich trage mein schönstes Kleid. Ich werde durch die Straßen ziehen und ich lasse mir dabei Zeit. Und irgendwie, ja, in dieser Utopie können alle Menschen frei aus dem Haus gehen, ohne Angst, ohne irgendwie Angst angegriffen zu werden, ohne sich irgendwie erklären zu müssen, ohne sich zu verstecken, ohne Barrieren zu begegnen. Ja. Punkt. Okay. Ja, wir haben, ich lese so im Plenum den Wunsch, es abzuschließen. So. Und deswegen gehe ich jetzt mal trotzdem ins Ende. Ja, dann auch? Okay. Ja, schön. Zum Ende kommt der Dank. Das ist auch nochmal ein schöner Part. Ich möchte euch bedanken. Ich möchte mich bedanken, nicht euch. Ich möchte mich bedanken zum Ende der Diskussion. Völlig durcheinander vom Wunder. Vielen Dank, dass ihr alle so lang mitgemacht habt. Besonders bedanken möchte ich mich bei euch dreien, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, aus Dresden, dass ihr Zeit gefunden habt, mit uns mitzudenken und auch in die Tiefe vielleicht etwas zu gehen und auch in die Gefühlstiefe. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank für die Menschen, die dieses Live-Event technisch ermöglicht haben. Also das ganze Stream-Team. Als ich dieses Wort heute das erste Mal dachte, habe ich an Dream-Team gedacht. Das ist hier so ein bisschen auch unser aller Gedanke. Ihr seid, scheint ein Dream-Team zu sein. Es läuft hier alles rund. Vielen Dank für euch. Vielen Dank bei den DolmetscherInnen, die wir die ganze Zeit schon säuseln hören und denken, oh je je, also sie schwitzen und Co. und machen fleißig mit. Vielen Dank an die DolmetscherInnen. Und natürlich bei all den Menschen, die diesen Kongress ermöglichen. Insgesamt vielen Dank. Und zum Ende noch zwei Bitten zur Unterstützung. Oder drei. Ich glaube, es ist schon einer dazugekommen. Noch eine. Genau. Das eine ist, wir bräuchten noch Tech-Hosts. Ich glaube, das geht jetzt vor allem nach außen. Da schaue ich mal in die Kamera. Tech-Hosts, das sind Menschen, ihr bräuchtet ein wenig Erfahrung mit Videokonferenzen. Und ihr bekommt eine Einführung von uns. Und die Ansprechpersonen, ihr seid die Ansprechpersonen für technische Fragen in den Workshop-Räumen. Wenn ihr also als Freiwillige uns unterstützen wollt, dann meldet euch bitte an zfa-digital@riseup.net. Die Adresse findet ihr auch auf der Homepage in der Rubrik Aktuelles auf der Website. Das ist die eine Bitte, die Tech-Hosts werden dringend gebraucht noch. Am Sonntag gibt es auf dem Kongressabschluss die Möglichkeit, eure Eindrücke vom Kongress zu teilen. Ich stelle mir das wie so eine Beobachtungsstudie auch vor. Wenn ihr Lust habt, das zu tun, dann schreibt gerne im Chat jetzt oder an eine der Kontaktadressen und wir leiten euch weiter. Es geht um Sonntag Eindrücke vom Kongress beim Kongressabschluss. Und das dritte ist der Wunsch, dass ihr spendet. Es fehlen aktuell noch 33.000 Euro zur Finanzierung. Ich sehe das so ein bisschen als Energieausgleich auch. Also dieser Kongress braucht sehr viel Energie und am ehesten kann die Energie auch jetzt noch in die 33.000 Euro zur Finanzierung fließen. Entweder ihr überweist euren Teilnehmerbeitrag oder ihr spendet.
Und die Spendedaten findet ihr auf der Kongressseite. Das sind die drei Bitten. Wenn Teilnehmerinnen im digitalen Raum jetzt noch Lust haben, weiter zu diskutieren, dann bleibt bitte online und kommt an die Bar, die Zukunft. Dort könnt ihr, auf der digitalen Kongresskarte findet ihr das. Und in den nächsten Tagen, in den inhaltlichen Chats, findet ihr auch im Kompass-Symbol bei den Kanälen, also da gibt es ein kleines Kompass-Symbol rechts über den Kanälen. Dort findet ihr die jeweiligen Räume, da könnt ihr auch nochmal diskutieren. So, ich glaube, jetzt habe ich alles an Bitten und Danken und ich möchte euch allen nochmal danken. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Begleiten und bis hoffentlich bald. Vielen Dank.